Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Need for Speed Heat. Gott, ist das immer laut. Ich weiß gar nicht, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind oder welche Folge wir gerade haben. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir einen geilen BMW haben, den wir noch ein bisschen ausfahren müssen. Es ist spät abends. Irgendwann 21 Uhr. Ich dachte mir so, wird Zeit für Autofahren. Ich bin heiß drauf. Halt Heat. Ich bin halt richtig Heat drauf. Komm, laden Sie schneller hier, Monsieur Computer. Ah, ist das nicht ein schöner BMW? Hey, wie war's mit Wayne? Hat er dich in die hohe Kunst des Driftens eingeführt? Ja, es war aber scheiße. Es war kacke. Was machen wir denn? Tag oder Nacht? Tag oder Nacht? Tag oder Nacht? Wir machen Tag. Wir machen Tag. Mal gucken. Irgendwann später kommt noch der gewisse Herr Crunchberry. Der hat sein Spiel zum Laufen gebracht. Vielleicht diese, vielleicht nächste, vielleicht übernächste Aufnahme. Irgendwann jetzt demnächst, in irgendeiner folgenden Aufnahme kommt der. Und dann ziehen wir ihn mal im Multiplayer ab. Dreamkillers hat deine Arbeit verfolgt und ja, Dreamkillers. Ah, was haben wir denn hier so? Oh, hier haben wir einen Jump. Stimmt, den Rundkurs haben wir noch gar nicht gemacht, wa? Hier kann man bestimmt ganz gut Speed mal testen hier so. Was können wir denn? Uiuiui, wir haben aber einiges zu tun. Puh. Okay. Das ist dieses Drifting. Okay. Ja, driften. Okay. Hier ist dieses Zeitrad. Darauf habe ich Bock. Erstmal rübsen so ein bisschen. Ich habe ein bisschen Bock auf dieses Zeitrennen. Mal gucken, wie das so. Erstmal zum Einfahren ein bisschen. Man braucht am Anfang ja immer ein bisschen Einfahrzeit. Jetzt ein paar Duelle fahren. Leider heißt ein Sieg nicht, dass wir sie verdrängen. Sie bezeichnen die Rennen nur als Sparring. Aber hey, du kannst ihnen zumindest einen Dämpfer verpassen. Ich dachte, wir. Die Sache ist die. Die Beschlagnahmung meines Wagens ist bei der Polizei nicht dokumentiert. Sie sagen, sie haben ihn nicht. Das ist echt scheiße. Wem sagst du das? Sorry, diesmal bist du auf dich gestellt. Viel Glück. Diesmal vor allen Dingen ist ja nicht so, als ob wir nicht schon die ganze Zeit auf uns alleine gestellt sind, ne? Hey, hier ist Dwayne. Falls du interessiert bist, hätte ich jetzt eine echte Herausforderung für dich. Nee, lass mal gut sein. Ich habe leider noch kein Driftauto, deswegen ist leider jede Herausforderung für mich nicht so gut. Aber wir können hier mal so ein geiles Zeit-Trial machen. Gucken wir uns das mal an hier. Bisschen Speedy-Speedy machen. Oh, ich sehe da vorne schon eine harte Kurve. ...1,30 ist Rekord, okay. Das schaffen wir. Los geht's. Direkt erstmal einen guten Start. Ach du Scheiße, was ist denn das für eine Strecke? Was ist denn das für eine Streckenführung? Ach du Kacke. Ach du heilige Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das für eine Strecke? Ui, aua. Alter, das ist eine Driftstrecke, würde ich mal sagen, ne? Oh Gott. Das ist mal ganz klar eine Driftstrecke. Oh Gott, damn it. Wo ist denn mein Gegner? Oh, er muss ein bisschen. Oh Gott. Oh krass, wir haben sogar 20 Sekunden vor Vorlauf. Ah, sehr gut. Haben wir gut gemacht. Von dir besiegt. Yeah, nice. Übertroffen um 20 Sekunden, das ist krass. Läuft bei uns. Strike. Sehr gut.
Wir haben hier noch eine Plakatwand. Können wir mal hier gucken, was wir da haben? Oder wo die genau ist? Wie schnell müssen wir sein? Sehe ich nicht. 161. Könnten wir auch schaffen. Okay, wir müssen da hoch. Ne, hier ist die Rampe. Ah, da ist die Rampe, okay. Könnten wir hinkriegen. Oh, hier ist aber sehr viel Schotter und so. Das wird ein bisschen schwer, aber vielleicht kriegen wir es ja hin. Oh, sehr viel Schotter. Und verfehlt. Geil. Mist. Echt ganz schön krass verfehlt, das Ding. Müssen wir viel mehr Speed haben. Wie schnell mussten wir für die Blitzer sein? 160 oder 165 oder so? Mal gucken, ob wir genug Speed aufbauen können über die kurze Distanz hier. Aber sieht ganz gut aus. Zumindest für den ersten. Ja. Für den ersten haben wir das. Hau mal ab hier. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir den Sprung hinkriegen. Nee, das, den kriegen wir nicht. Den kriegen wir so nicht. Entweder ist unser Auto zu flach oder wir haben einfach wirklich nicht genug Speed. Könnte beides sein. Hier oben haben wir noch ein Rennen. Das könnten wir mal machen noch. Dann haben wir da oben nämlich auch durch. Das Driftrennen können wir noch nicht machen. Außer wir bauen uns ein kleines Driftauto zusammen. Die Frage ist nur, wie. Die Frage ist wirklich nur, wie. Naja, fast, ne? Fast. Oh Gott, hier rum. Ach krass, hier gibt es eine Menge Driftstrecken und so. Oh, warte mal. Ah, zurück. Oh, die ist aber nicht oben, oder? Nee, die ist unten. Gut. Zack, meins. Meins, meins. So, erstmal hier runter und hier runter. Das ist echt nicht so cool, die Strecke hier eigentlich. Also zumindest mit dem Auto. Das ist echt kein Offroad-Auto. Wirklich nicht. Ich hoffe, die Strecke, die wir jetzt hier fahren, geht nicht über Offroad. Das wäre nämlich ein bisschen problematisch, aber die startet auf Straße. Das heißt, es könnte eher so ein Highway-Rennen sein. Gucken wir uns mal an. Pomarela, Pomarela. Ja, ich habe Bock, ein anderes Auto zu fahren. Komm, das können wir überspringen. Oh ja, der Nissan sieht auch... Nee, ist das ein Nissan da vorne? Könnte auch ein Mercedes sein. Der hier vorne sieht von hinten auch aus wie ein Aston Martin. Auf jeden Fall hat er ganz schön was drauf. Der hat eine echt gute Beschleunigung vor uns. Die hinter uns sind alle irrelevant, aber der vor uns ist unser größter Gegner gerade. Den ziehen wir jetzt aber in der Kurve. Jawohl, den haben wir in der Kurve gut ausmanövriert. Das ist echt ein Aston Martin, oder? Oder ein Audi. Von vorne könnte auch ein Audi sein. Jetzt habe ich verkackt. Das ist echt ein Audi, oder? Ist so schwer zu sehen. Die Autopros jetzt bestimmt sagen, ja, das ist doch der und der und der und der. Mein Gott, ich bin froh, dass ich mein Auto erkenne, was das ist für eins.
bin nicht so der Auto-Pro. Ist das ein... Nee, das ist ein Rundenrennen. Ah, scheiße. Ah, ich mag Rundenrennen nicht ganz so. Dauern mir mal so lange. Ich mag Sprintrennen wirklich am meisten. Aber wir haben sehr guten Abstand. Ein Viertelkilometer läuft. Der war schön. Habe ich sogar genug Zeit, mich an der Nase zu kratzen für. Echt mal gucken hier mit. Ich meine, das Auto ist schon sehr geil. Läuft schon ein sehr gutes Auto hier. 250, 260 ist Maximum Speed, was wir so auf einer Geraden kriegen können gerade. Ist nicht so viel, ehrlich gesagt. Ah, da bräuchte ich echt ein bisschen mehr. Aber hey, wir sind ja noch ziemlich am Anfang des Spiels. Glaube ich. Hoffe ich. Ich hoffe mal, das ist nicht so eine Story wie bei Need for Speed Run oder so, wo die Story nur so 3 Stunden ging oder so, wenn du die durchgezogen hast. Aber ich muss sagen, so viele Leute Need for Speed Run auch gehatet haben, ich fand das gar nicht so kacke. Ich fand das ganz erfrischend, dass du einfach mal eine wirklich lineare Storyführung hast. Einfach nur immer weiter geradeaus, durch alle möglichen Städte, Zonen, über einen Highway, über irgendwelche Gebirgspässe. Und musstest dich halt Stück für Stück über 100 Gegner vorankämpfen, oder wie das war. Waren doch 100 Gegner, oder? War immer ganz witzig. Alter, bin ich schneller im Gegensatz zu den letzten hier. Jawohl. Komplette Zerstörung. Geh mal aus dem Weg hier. Ich muss hier mal durch. Na, 2 Kilometer bin ich vor dem Audi Aston Martin oder keine Ahnung was. Das vorne ist auf jeden Fall ein Nissan. Nee, das ist ein BMW. Oder? Nee, auch nicht ein Ford. Ich bin so schlecht in Autos, besonders die neuen. Den BMW, den ich hier fahre, den kenne ich auch überhaupt nicht. Keine Ahnung, was das für ein BMW ist. Ich meine, es ist ein deutsches Auto. Und ich kenn's nicht. Naja, passiert schon mal, ne? Ach stimmt, ich habe die erste oder zweite Folge sollte schon online sein von dem Spiel hier. Und ich habe gar nicht geguckt, wie das aussieht mit der Musik, ob im Rennen es irgendwelche Claim-Scheiße gibt, weil dann kann ich die Musik nämlich innerhalb der offenen Welt auch komplett einschalten. Weil dann kann es mir echt egal sein. Alter, 27.000 ist gut. Ja, okay, der zweite hat gerade mal 201. So, was haben wir denn noch so? Hier hinten ist alles durch. Dann können wir uns weiter nach unten begeben. Das hier zum Beispiel, ich meine, wollen wir fahren oder wollen wir... Wir können eigentlich fahren, dann können wir auf dem Weg hier noch die Spraydose einsammeln. Ja, wir fahren mal, kommt. Fahren ist auch immer ganz, ganz cool. Konnte man eigentlich, Oh, das war ein Schnappschuss. Wollte man nicht nochmal irgendwie die Optik ändern, dass man irgendwie, also die Kamerasicht ändern? Ich wüsste gerade nicht wie. Ah, okay. Hier haben wir richtige Driftkurse denn. Cool. Ah, okay, cool. Ja, aber schafft man mit dem Auto nicht. Ich kann hier so gut driften, wie ich will. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Dafür müssen wir uns direkt ein Driftauto bauen. Was wir eigentlich in Angriff nehmen könnten, müssen wir nicht, aber könnten wir. Mal schauen.
Wir müssen ja erstmal so ein Auto wirklich aufrüsten. Und wenn wir denn keine Möglichkeit mehr haben, als noch zu driften oder so, dann können wir ja das mal in Angriff nehmen. Upsala. Meins. So, dann gehen wir mal hier runter. Ah, geh mir aus dem Weg. Bruno, verschwinde. Dich braucht keiner, verschwinde. Da, 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 da. Ey, bieg nicht ab, ey. Ich hasse so eine NPCs. Ich fahre nicht geradeaus weiter, obwohl ich auf der Geradeausspur bin. Ich bieg einfach mal ab. Schrecklich sowas. Peng! Der hat aber Damage kassiert, die Karre jetzt. Holy shit. Die hat aber Damage kassiert, mein Auto. Eieieiei. Da, 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 da. So, gucken wir mal. Ist wieder ein 200er-Rennen. Oh, da vorne ist wieder der... unser pinker Feind. Der macht nämlich das gleiche wie wir. Der startet auch sofort mit Doppel-Nitro. Hier haben wir Nissan neben uns. Oh shit, das geht ja hier rum. Oh Mist, oh Gott. Na gut, ist wieder ein 3er-Rundkurs. Das schaffen wir aber. Das schaffen wir. Oh. Fahr nicht runter. Lol, was ist mit der Laterne los? Ja, aber doch, wir werden das noch schaffen. Wenn wir nicht komplett verkacken würden. Okay, ein bisschen Concentration jetzt. Jetzt ein bisschen Concentration. Wir müssen ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen, sonst kommen wir an denen nicht mehr ran vorne. Okay, wir sind zumindest nah rangekommen jetzt schon. Wir geben mal ein bisschen Nitro. Den Nissan kriegen wir auf jeden Fall. Besonders im Bergauf sollten wir eigentlich im Vorteil sein durch unsere hohe Beschleunigung. Und weil wir leichter sind sowieso. Oh, wir kommen schwer ran, ey. Aber gut, wir haben erst 30% der Strecke geschafft. Wir sollten das hinkriegen. Naja, den Nissan haben wir jetzt. Aber wir hätten in reingehen sollen. Jawohl, innen überholt. Gibt's hier eigentlich sowas wie Windschatten? Dräng mich doch nicht aus. Jawohl, den Nissan haben wir. Und den Audi vor uns kriegen wir auch noch. Ja, ja, doch, wir sind schon sehr nah dran. Ne? Den kriegen wir. Außerdem sind wir erst in der zweiten Runde, ist also okay. Aber ich habe so ein tiefes Verlangen, das Schild kaputt zu machen. Das war ein Fehler, Junge. Ich hab dich. Ich komme dir immer näher. Gunner. Wer nennt sich denn Roadkill? Na okay, mein Name ist auch nicht viel besser. Jetzt habe ich dich. Dein Abbremsen war ein Fehler. Hehe, ich hab dich. Ah, ich hätte durch die Tanke fahren können. Können wir in der letzten Runde mal machen. Dann können wir uns einmal reparieren. Ein bisschen Damage haben wir ja doch noch schon. Ob es noch mehr Speedler, also Nitro-Nahladungen gibt? Da sieht es so unten aus, als ob man noch mehr machen könnte. Klar, könnten wir uns längere Nitros einbauen, dann würden wir, glaube ich, höhere Dinger kriegen. Aber ich würde sagen, mehrere kleinere sind besser, weil du die viel besser verteilen kannst und weil du ja viel mehr... Speed an sich aus einer Kurve ausbauen könntest. Aber ich schätze mal, das ist auch von Rennen zu Rennen unterschiedlich. Ich schätze mal, so richtige
Speedrennen, Drag Race oder so. Da brauchst du wahrscheinlich einen langen Nitro, damit du auf einer ganz langen richtig durchstarten kannst. Muss man dann mal gucken, wie es halt sich verhält. Auf jeden Fall habe ich die Strecke jetzt ein bisschen raus. Ich meine, wir überrunden gleich schon die ersten. Wir sind über einen halben Kilometer im Vorsprung zum zweiten. Läuft also alles. Gibt keine Probleme mehr in dem Rennen. Außer wir machen uns selber welche. Oh, das Schild hätten wir eigentlich mitnehmen können. Ich will erstmal hier durch. Aha, einmal repariert. Easy. Gibt es eigentlich Erfolg dafür, ein Rennen abzuschließen, ohne einen Damage zu kriegen? Wäre eigentlich ganz nice. Das wäre so eine Herausforderung. Wäre echt so eine kleine Herausforderung. Was wir bestimmt nicht schaffen werden. Dafür bin ich viel zu... Hier ist noch so ein Schild. Ey, hier sind drei Schilder auf der Strecke. Oder wollt ihr mich verarschen? Warum sind hier so viele Schilder? Okay, wir fahren gleich mal weiter. Ach nee, können wir gar nicht. Weil es ist ja kein Nachtrennen. Ansonsten wäre ich jetzt weitergefahren und hätte das eine Schild unten gleich mitgenommen. Oh, 5,5 Minuten, voll lange. Voll lange, aber das war es auch schon wieder für die Folge, würde ich sagen, ne? Dann... Krass, hier sind sogar 4 Schilder in der Nähe. Holy shit, da unten sind noch mehr. Gut, aber wie gesagt, das war's schon wieder für die Folge. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüdelü.